Im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele in Berlin wird wieder der Teddy Award verliehen. Zum 38. Mal der älteste, bedeutendste, größte, wichtigste queere Film-Award der Welt. Ich freue mich, dass wir heute da ein bisschen drüber plaudern können mit euch beiden. Du bist Uwe Maat, schön, dass du da bist, Uwe. Du bist Joachim Zech, toll, dass ihr beide gekommen seid. Ihr unterstützt mit Pangea Live den Teddy als Sponsor. Herzlichen Dank dafür. Es ist nicht nur eine direkte Unterstützung der Veranstaltung, des gesamten Events, sondern auch eine bedeutende gesellschaftliche Stärkung, ein Signal, was ihr damit aussendet, dass so ein großes Unternehmen, so eine große Company einfach, also die Bayerische, die sozusagen eure Mutter ist, mit euch dahinter steht. Was bedeutet euch der Teddy? Also vielleicht fange ich mal an. Für mich ist natürlich der Teddy was ganz Besonderes. Ich bin seit 10 Jahren, glaube ich, Fördermitglied, über 10 Jahre. Und in Deutschland sind wir schon sehr weit, was das Thema Toleranz anbelangt und, und. Und beim Teddy Award oder bei der Preisverleihung ist mir erst klar geworden, da sind ja auch viele Teilnehmer aus Afrika, dass es in vielen Ländern noch ganz anders aussieht. Und es wird dann immer erst bewusst, wenn man konkret mit Menschen spricht, unter welchen Bedingungen sie gedreht haben, unter welchen vielleicht Möglichkeiten sie irgendwelche Filme produziert haben, dann wird dann immer wieder klar, wie gut es uns eigentlich hier in Europa gibt. Oder auch wenn man da aus Russland Teilnehmer hatte, war immer klar, dass es doch etwas schwieriger wird. Also auch ein Zeichen von Toleranz natürlich, auch ein Zeichen zu setzen, dass man einfach mit dabei ist. In Deutschland gibt es die Ehe für alle. Gestern, glaube ich, hat das griechische Parlament die Ehe für alle sozusagen durchgebracht. Und trotzdem ist es so, wenn ich mit meinem Freund teilweise in Vierteln über die Straße gehe, Hand in Hand, dass ich auch in Deutschland immer noch das ein bisschen mich unwohl fühle oder manchmal auch gerade in der heißen Stimmung jetzt gerade beschimpft werde oder so weiter. Das zeigt ja, dass eben diese Unterstützung, Sichtbarmachung einer queeren Community durch so einen Filmpreis eben total wichtig ist. Genau, das sehe ich auch so. Und dass man sich eben auch engagiert, auch ein Zeichen setzt, dass auch eben Firmen, auch große Firmen mit dabei sind, ein Zeichen setzen. Wir sind zum Beispiel auch mit der Bayerischen und Pangea Live auf dem CSD vertreten. Wir machen mehrere CSDs, unter anderem natürlich in München, aber auch in Köln. Hm. Also das ist uns schon ein Anliegen. Genau. Und wenn du jetzt speziell den Teddy Award ansprichst, ist das natürlich was ganz Besonderes. Also du hast gerade selbst gesagt, 38 Jahre, eines der ältesten Filmfestivals, queeren Filmfestivals. Man hat ja so ein bisschen, Berlin war ja so Pioniergeist, das muss man wirklich sagen, und hat auch irgendein Zeichen gesetzt und ist von dem System nie richtig abgewichen. Das finde ich eigentlich gut. Hat das auch immer durchgehalten, auch gegen Widerstände. Und ich finde, das macht diesen Teddy Award so besonders. Du bist lange schon dabei, Uwe, ja, kann man sagen. Du hast gerade selber gesagt, 10 Jahre Fördermitglied. Ich glaube, als Marke seid ihr jetzt seit 4 Jahren dabei. Aber Joachim ist noch ganz jung und frisch und hat noch gar nicht so viel, also fängt gerade den Teddy erst eigentlich an zu lieben. Ne? Du warst, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal dabei. Das zweite Mal, genau. Und jetzt die Frage, wer von euch liebt den Teddy mittlerweile mehr? gut, also... Ich glaube, Joachim. Also, Uwe hat uns ja über die Fördermitgliedschaft dafür, sag mal, uns aufmerksam gemacht, und ich sehe das ja aus Markensicht, und erstmal muss man sagen, das matcht super gut. Die Pangea Live ist eine liberale, nachhaltige Marke. Wir sind weltoffen, wir sind wirklich für alle da. Und das passt total gut zu dem Publikum, das auf dem Teddy Award ist. Das matcht super, und uns ist es einfach ein Anliegen, dann auch zu zeigen, dass wir so etwas unterstützen wie den Teddy. Ja, es ist uns wichtig, nicht nur im Hintergrund zu sein, sondern mit der Marke präsent zu sein. Und das können wir auf dem Teddy toll. Und ich bin ganz persönlich, ganz ehrlich, meine Frau und meine Freunde lieben den Teddy, lieben die Party danach. Also es ist auch eine unheimlich herzliche Atmosphäre. Mhm. Und ich glaube, das Besondere am Teddy Award ist, es ist das perfekte Imperfekte, dieses Miteinander. Ja. Und das macht den Teddy so liebenswert, so unheimlich ehrlich und authentisch. Ich würde euch gerne für das Sponsoring im Namen der Teddy Family danken, aber das geht gar nicht, weil ihr mittlerweile zur Teddy Family gehört. Also insofern ist es so. Du hast gerade gesagt, ihr möchtet den Teddy auch aktiv unterstützen. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen? Das würde mich interessieren. Ich weiß ja, dass ihr dabei helft, den Teddy CO2-neutral zu machen. Kannst du vielleicht ausführen, wie das ganz konkret geht? Genau, also die Idee kam eigentlich initiiert von Uwe. Wir selber als Pangea investieren ja die Gelder, die wir bekommen von den Kunden, in nachhaltige Energie.
Zum einen sehr großen nachhaltige Energie, im Moment überall in Europa. Und uns ist es eben ein Anliegen, diesen Gedanken der nachhaltigen Energie zu unterstützen. Und wie tun wir das? Wir tun das, indem wir große Events, die ja natürlich durch die Anreise einen gewissen CO2-Verbrauch bedürfen, diese großen Events klimaneutral zu stellen. Wir selber können quasi nicht verbieten, dass jemand fliegt, das wollen wir auch gar nicht, aber wir können das kompensieren. Man berechnet also quasi mit einer Art Software, wie viele Besucher sind da und was verursachen die Besucher im Schnitt an CO2-Ausstoß. Und diesen Ausstoß, den kompensieren wir durch andere Maßnahmen mit der Pangea für den Teddy Award. Das sind auch schon zwei Begriffe quasi, einmal klimaneutral und CO2-neutral. Also klimaneutral geht natürlich nicht, weil wir verursachen natürlich, die ganze Veranstaltung verursacht ja CO2-Verbrauch, aber natürlich, was Joachim gerade gesagt hat, man kann es kompensieren, indem man zum Beispiel Aufforstungsgebiete unterstützt und. Also man muss berechnen etwa, wie viel CO2 wird durch die ganzen Teilnehmer verursacht und dann kann man das neutralisieren. Das ist das Wesentliche dabei und das ist eben auch das Besondere weltweit, weil ich glaube, keine andere Filmpreisverleihung ist schon seit 4 Jahren CO2-neutral. Das glaube ich nämlich nicht. Das ist ein Weltretterthema eigentlich. Ich glaube auch. Also ihr unterstützt eigentlich dabei, wirklich was beizutragen, dass die Welt besser wird. Und das ist auch letztendlich der verbindende Link. Ja? Also der Teddy mit seinen im Prinzip ja auch sichtbaren Kampf letztendlich auch noch für queere Rechte, für Sichtbarkeit der LGBTQ-Community muss unterstützt werden. Also da wird die Welt gerettet. Dann beim Klima helft ihr mit. Das ist das muss eigentlich ja ganz schön sein, wenn man so einen Weltretterjob hat. Das matcht eigentlich auch insofern sehr gut, weil es sind zwei Klimafonds, die wir haben. Und da sind natürlich sehr nachhaltig aufgebaut. Und ich meine, wir reden heute über den 38. Teddy Award. Wenn das nicht nachhaltig ist, dann frage ich mich, was ist nachhaltig? Das ist, also ich meine, fast 40 Jahre durchzuhalten mit so einem Award, auch gegen Widerstände, das ist schon eine tolle Geschichte. Und ich glaube, heute ist der Teddy Award ja ein ganz fester Bestandteil der Berlinale. Also ohne kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Und ich glaube auch, dass die Party hinterher sogar so einen kleinen Sensationstouch hat, weil ich glaube, da kommen ja hinterher ganz viele Leute immer zu uns und ist ja, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass die Party ja berühmt, berüchtigt ist für ihre schöne Musik. Im letzten Jahr war Kristen Stewart bei der Party. Genau. Haben wir gesehen. Daran sieht man schon, also ich meine, sie ist so ungefähr, wenn man das so sagen kann, der größte Hollywood-Star, den wir irgendwie so gerade haben. Und sie kommt einfach zum Feiern dann während der Berlinale natürlich zum Teddy rüber. Genau. Also daran sieht man schon, dass es einfach ein wahnsinniger Magnet ist letztendlich. Zu der Veranstaltung selber würde ich gerne noch ein bisschen wissen. Also Uwe, du bist ja jetzt auch seit 10 Jahren dann schon dabei. Hast du was besonders in Erinnerung, wo du sagen würdest, also das ist etwas, wo du sagst, Mensch, also das war ein Film, den du gesehen hast oder ein Star, der aufgetreten ist oder ein Moment, der dir begegnet ist in diesen zehn Jahren, für den sich es einfach jetzt schon gelohnt hat. Also ich glaube, es sind so drei Dinge, die mir begegnet sind. Das einmal, ich glaube, eines der ersten Veranstaltungen war jemand, ein Preisträger da aus Afrika und der hat und erzählt, unter welchen Bedingungen sie gedreht haben und dass sie vom Militär gestört wurden. Sind. Und ich glaube, da gab es auch Verletzungen. Das hat mich damals sehr bewegt, weil ich das so live ja gar nicht mehr, man kriegt das ja nicht mehr mit. Und da habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist ja doch alles noch Tatsache. Und die sprach auch von Todesstrafe in dem Land. Und die mussten sich, also das hat mich sehr bewegt. Das war das eine. Das zweite war natürlich, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, das Thema Ukraine natürlich, dass der Kollege da aus der Ukraine da war, gesagt hat, ich bin unter Beschuss quasi von der Ukraine nach Berlin gekommen und habe überlebt. Aber wenn ich zurückfahre, weiß ich gar nicht, ob ich gesund in Kiew ankomme. Und dann überlegt man sich wieder, man sitzt hier, hat so ein großes Festival und da gibt es Menschen, die sind eigentlich vom Leben bedroht. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Hat ja gar nichts mit Homosexualität oder quer zu tun, sondern es ging ja um den Ukraine-Krieg. Ich glaube, das waren so die beiden wesentlichen Dinge, die mich da sehr bewegt haben. Das berührt mich eigentlich sehr, wenn du das so sagst, weil das sind ja auch Gedanken und Sorgen, die ich mir eigentlich im täglichen Leben mache und die ich mir, also ich mache jetzt so ein bisschen nochmal einen Bogen zu euch auch als Sponsor, die ich mir ja auch mache, wenn ich darüber nachdenke, wo lege ich zum Beispiel mein Geld an oder so weiter. Das ist ja ganz entscheidend, dass ich dabei auch ein gutes Gefühl haben will und wissen will, irgendwie das ist in guten Händen und bei Leuten, die ähnliche, sagen wir mal, Werte und Ansichten vertreten, wie ich das mache. Also ihr seid ja auch eine Ausnahme eigentlich in der Branche, muss man ja so ein bisschen mit sagen, mit dem Fonds. Was mich interessiert, vielleicht Joachim, ist, wo engagiert ihr euch sonst noch? Also die queere Community stärkt ihr mit dem Teddy.
Kannst du ein bisschen was hervorheben, worauf, was du sonst sagen würdest? Was kannst du jetzt noch nach vorne schieben? Also es gibt ja eigentlich so diese drei Buchstaben ESG oder ESG. Mhm. Und das bedeutet, du hast natürlich einmal das ganze Thema Nachhaltigkeit im Punkto Umwelt. Uwe hat eben stichwortartig erwähnt, Aufforstungsaktionen, die wir überall auf der Welt unterstützen. Also das wirkt halt sehr nachhaltig auf das Thema Umwelt. Wir sind aber auch sehr engagiert im sozialen Bereich. Wir unterstützen Initiativen und Non-Profit-Organisationen, die sich damit beschäftigen, in den Unternehmen ein Stück weit Kapazitäten der Mitarbeiter umzuwidmen, damit die sich in sozialen Projekten engagieren dürfen. Die Unternehmen stellen die Mitarbeiter für eine Zeit frei, ein paar Tage im Jahr. Mhm. Und die Mitarbeiter arbeiten vom Gnadenhof für Pferde bis zum Altersheim, Kinderbetreuung, Kinderhospiz, Vorlesen, alle möglichen Aktivitäten. Da sind wir als Unternehmen Vorreiter. Wir stellen jeden Mitarbeiter 5 Tage im Jahr frei, um an mannigfaltigen Aktivitäten teilzunehmen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Dann geht es uns natürlich ganz stark auch darum, durch das Kerngeschäft zu zeigen, was wir für Verantwortung haben gesellschaftlich. Mhm. Und da, glaube ich, haben wir einen Riesenhebel. Das andere ist ja sehr wahrnehmbar. Aber wenn man sich überlegt, dass wir als Bayerische ca. 5 Milliarden Euro Kapitalanlage haben, mhm, und wenn wir dieses Geld zu großen Teilen in nachhaltige Anlagen geben, nachhaltige Kapitalanlagen, die eben den Wandel unterstützen, ja, die nicht investiert in Atomkraft, in Chemiewaffen etc. pp., dann ist es, glaube ich, ein Riesenhebel, der einem gar nicht so bewusst ist. Mhm. Aber lass mich vielleicht auch nochmal den Bogen schlagen von dem, was wir tun, hin, mhm, zu dem, was wir eigentlich im Kleinen an Brückenschlag und Verständnis erreichen wollen. Du hast eben Uwe gefragt, was ihm im Gedächtnis geblieben ist. Und ich muss ehrlich sagen, das sind alles Sachen, die wir auf der Bühne gesehen haben. Mhm. Bei mir ist es ja ganz anders. Uwe hat mich mit dem Teddy infiziert, hat mich quasi da eingeführt, hat mich so ein bisschen in die Szene gebracht. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist einer der ersten Verleihung, wo ich dann meine Frau in der Pause gefunden habe mit dem Barkeeper, der ihr quasi erzählte, wie die Szene so tickt. Das heißt, die Offenheit und Herzenswärme, wie die Szene sich öffnet. Also, dass die Szene gar keine Closed-Shop-Policy macht, sondern dass im Teddy alle so offen sind miteinander. Das hat mich sehr berührt, wirklich. Und auch beim Sponsoring, wie wir mit den Menschen hier zusammenarbeiten. Das ist gar keine geschäftliche Ebene, sondern eine wirklich so herzliche und nette Atmosphäre. Das muss man besonders mal auch nach vorne stellen, finde ich. Und das hat mich immer am meisten berührt. Und das führt ja auch sogar dazu, diesmal ist mich ein Novum oder das ist einmalig, dass Teile der Kollegen aus München mit dabei sind. Ja. Also das heißt, von der Marketingabteilung sind, glaube ich, 3 der 4 in München dabei. Meine Assistentin ist dabei, unser zweiter Geschäftsführer kommt mit. Das heißt, neben meiner sehr großen privaten Engagement sind wir jetzt auch von der Firma, die sagen, also was macht ihr da eigentlich immer alles in Berlin? Und die haben gesagt, jetzt wollen wir uns das live vor Ort mal angucken. Das heißt, ein Teil der Marketingabteilung ist da, ein Teil von meinem Team ist dabei. Mhm. Wir haben auch einen Kollegen mit von der Presseabteilung, der immer Pangea Pressearbeit macht, und haben gesagt, das ist ja so ein großes Event, wir wollen auch mal live das Ganze erleben. Und natürlich haben Joachim und ich da auch ein bisschen Werbung für gemacht. Aber ich freue mich jetzt, dass wir einfach hier mit 25 Leuten quasi ein ganz großes Team vertreten sind und ein Teil eben dieses Teddy Awards sind. Ihr großes Team beim größten internationalen Publikumsfestival letztendlich. Also ich bin auch immer wieder beeindruckt, sagen auch ein paar Stars jetzt in den letzten Tagen schon, man kommt zur Berlinale, das ist riesengroß, ja, und gleichzeitig fühlt es sich aber ein bisschen an wie nach Hause kommen, wie, ja, also zur, ja, Familie kommen. Cozy, es ist eine gemütliche Stimmung, genau, und man ein alter Chef von mir hat mal gesagt, all business is people's business irgendwie. Also es ist schon so wichtig, dass man mit Leuten zu, ja, tun hat, und ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch ein Link zwischen eurer Marke Pangea Live und auch mit dem Teddy ist, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass ihr auch so eine familiäre, zumindest also, genau, Art Atmosphäre eigentlich habt. Die, ne, Bayerische ist ja ein mittelständisches Unternehmen, ja, muss man sagen. Die Pangea, ja, Life ist eine kleine Tochter. Mhm. Wir haben ja, wie gesagt, nur die 2 Umweltfonds, wo wir da gerade das Thema Klimaschutz... Blue und Blue. Genau, Blue Living und Blue Energy. Genau, sehr, sehr gut. Oh, sehr toll. Ja, ich weiß die Blue-Linie, genau. Und insofern passt das sehr, sehr gut. Ich muss auch mal sagen, beim Teddy ist auch ganz viel mit Toleranz, hat das wirklich zu tun. Mhm. Also man kann sich mit Schauspielern einfach mal gemeinsam auf den roten Teppich stellen, auch wenn sie einen nicht kennen, sagen sie, wer bist du, das ist ja egal, komm mit dazu. Da ist nicht so ein bisschen, wie das ja eigentlich in einer großen Veranstaltung ist, wo es ein bisschen, sagen wir mal, zurückhaltend dazu geht. Hier kannst du wirklich mit jedem sprechen. Und es sind wirklich tolle, interessante Persönlichkeiten dabei. Das ist wirklich immer wieder spannend. Ich lerne immer auch vom Publikum
Publikum sehr, sehr viele Leute kennen, die mich sehr, sehr inspirieren. Und das finde ich auch, ist ein ganz offener Austausch. Also hält keiner hinterm Berg und verrät nicht, wo er beruflich arbeitet oder sowas. Ganz im Gegenteil, also jeder tauscht sich mit jedem aus. Und das finde ich einfach toll. Es passt doch sehr gut zu uns. Ich wollte noch was vorlesen aus der Pressemitteilung. Uwe, du sagst in der Pressemitteilung zum Teddy Award, zu eurer Unterstützung, dass der Teddy eben Werte verkörpert, die euch eben wirklich wichtig sind. Vielfalt, Toleranz, Überzeugung, dass man gemeinsam was zum Positiven verändern kann. Ich will jetzt mal so ein bisschen so einen Bogen schlagen, nochmal in die Perspektive und so zum Ende des Interviews schon mal so hintrödeln. Also ihr könnt euch jetzt schon mal im Hinterkopf nochmal überlegen, was ihr noch loswerden wollt und mal so einen Blick in die Zukunft auch werfen. Einerseits, was die Vision auch so ein bisschen ist, also Werte, Vision, was wollt ihr mit dem Teddy? Nachhaltige Marke, nachhaltiger Preis, nachhaltige Freundschaft, so würde ich das jetzt auch mal einfach feststellen, dass das einfach auch eine langfristige Bindung ist, die man hier mit eingegangen ist. Was habt ihr da für eine Vision in die Richtung? Was würdest du sagen? Also meine erste kleine Vision ist natürlich in Richtung 40-Jähriges. Das ist natürlich nochmal spezielles Jubiläum, da möchte ich natürlich unbedingt dabei sein. Und das andere ist also die Partnerschaften, die wir annehmen, die gehen wir mal langfristig an. Mhm. Das heißt also wie das Thema Klimaschutz, das ist keine Sache von heute und von morgen. Wir werden noch ganz viele fossile Brennstoffe in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren sehen. Also das ist ein langer Prozess und so sehe ich es auch hier. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Team zusammen, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr sympathisch, muss man auch einfach mal so sagen. Es sind hier immer Menschen, die sich zusammenfinden und genau. Also wir denken da sehr, sehr langfristig und ich freue mich, also als nächsten kleinen Step freue ich mich auf das 40-Jährige. 39 sind natürlich auch dabei, nicht weit von denen, aber das 40-Jährige, glaube ich, da haben wir noch einiges vor und genau, da sind wir auch schon im Dialog und Austausch. Ja, cool. Genau. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass es wirklich authentisch ist. Also was wir nicht machen, und das ist mir als Markenverantwortlicher wichtig, wir machen kein Pinkwashing, das tun wir nicht. Na, wir sind wirklich konsequent, lange, kontinuierlich dabei, wir sind nachhaltig dabei, verlässlich, ja, und wir hauen nicht irgendwelche Anzeigen in irgendwelche Magazine und haben sonst nichts zu bieten, sondern wir sind für diese Zielgruppe, ja, für diese Community, sind wir mit unserem Angebot wirklich aus unserer Sicht ein guter Match und das wollen wir auch damit unterstreichen, dass wir eben lange und nachhaltig dabei sind und verlässlich als Partner auftreten, auch für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das nimmt man uns ab, das nimmt man Uwe ab, Uwe steht draußen, er ist das Gesicht unserer Marke und ich glaube, nicht, weil wir zwingend Leute präsentieren, auch bei uns, die aus der Community kommen. Nein, weil wir das mit dem Herzen machen. Und wenn man uns so erlebt, und ich kann das wirklich sagen als Verantwortlicher für die Marke, wenn ich unsere Geschäftsführer sehe, das ist ein super Match. Und deswegen sind wir auch so nahbar für den Teddy. Ich bin darüber sehr glücklich, dass ihr den Teddy unterstützt. Ihr ermöglicht Sichtbarkeit für die queere Community. Ihr ermöglicht, dass internationale Filmschaffende also mit ihren queeren Filmen eine Aufmerksamkeit bekommen und einen Teddy in der Hand halten dürfen, einen Teddy mit nach Hause nehmen dürfen. Das sind die einzigen, die diesen Teddy in die Hand bekommen und festhalten und anfassen dürfen und in die Kamera zeigen dürfen, außer euch. Joachim, da steht er nämlich. Kannst du ihn mal nehmen, bitte? Wow, toll. Und guck mal, den habe ich gar nicht gesehen. Und krass. Das ist sozusagen, was ihr unterstützt, was ihr wirklich stärkt. Und dafür kann ich nur einfach sagen, ich bin darüber sehr glücklich und dafür sehr dankbar. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Sieht sehr sympathisch aus. Ja, absolut. Ist ja von Ralf König designt worden. Ja, sieht man natürlich auch ein bisschen vom Stil her. Und, sehr schön. Passt auch wieder sehr gut zum Teddy, finde ich. Ja? Ja. Nichts Pompöses, sondern etwas sehr Nahbares, etwas sehr Sympathisches. Genauso wie der Award und wie die ganze Veranstaltung drumherum. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke euch, Uwe und Joachim vom Pagea Live, für den Support und für das Gespräch. Bis bald. Herzlichen Dank. Bis zur Party. Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön.